Die dritten Berlin Graphic Days haben heute begonnen und da ist die Palette in jeder Beziehung bunt. Die einen arbeiten mit Stiften, andere mit Siebdruck, wieder andere mit Klebeband und so weiter und so weiter. Die Graphic Days sind Ausstellung, Galerie, Happening, bunt eben. Und das alles bis Sonntag auf dem RAW-Gelände. Linie für Linie arbeitet sich Matthias Gebhardt voran. Seine Werke, typografische Landschaften mit dem Fineliner geschaffen. Er selber teils freier Künstler, teils Auftragsgrafiker mit Büro in Friedrichshain. Das ist so, glaube ich, so ein Life-Challenge für alle Künstler, die Balance hinzukriegen, dazwischen sich im Milieu wohlzufühlen und auch verkaufen und davon leben zu können. Ich spreche auch von mir. Ja. Gebhardt muss Kunst und Job verbinden, um über die Runden zu kommen. Und wie viele andere Grafiker wünscht er sich für seine Kunst mehr Aufmerksamkeit. Genau die soll's nun geben. In der Urban Spree Gallery starten die Berlin Graphic Days auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain. Zum dritten Mal und Gebhardt ist dabei, genauso wie 60 weitere Grafikkünstler. Sie und die Veranstalter wollen das Genre aus der Nische heben. Grafik ist eine der Urformen der Kunst. Also wenn wir uns Höhlenmalerei angucken, dann ist das hat das mehr mit Grafik zu tun als mit Malerei. Es ist natürlich so, dass Grafik oftmals mit Gebrauchsgrafik in Verbindung gesetzt wird und die Leute denken, bei Grafik ist es eine Art Direktor einer Werbeagentur. Natürlich gibt es auch viele Leute, die bei uns sind und die auch in Agenturen arbeiten, die auch Gebrauchsgrafik machen, aber die durchaus auch künstlerisch arbeiten. Newcomer und etablierte Künstler, sie alle nutzen die Graphic Days als Plattform. So auch Jim Avignon, eine Größe in der Szene. Der Pop-Art-Künstler war 7 Jahre lang in New York, arbeitet jetzt wieder in Berlin. Für mich ist das erste Mal, dass ich bei den Graphic Days mitmache. Die anderen beiden Male war ich nicht da. Ich habe es jedes Mal sehr bedauert. Ich sehe es so eine Art inoffizielle Konferenz von sehr vielen Leuten, die in einer ähnlichen Richtung arbeiten, die alle ihre Arbeiten zeigen, die man treffen kann, austauschen in der Szene. Ich verspreche mir viele interessante Impressionen für die nächsten Tage. Aber nicht nur die zeitlich begrenzten Graphic Days, auch permanente Kunstorte wie die Galerie Serigrafeur in Friedrichshain haben sich auf Grafikkünstler spezialisiert. Die Grafikszene in Berlin, die existiert schon seit einer halben Ewigkeit. Viele Künstler sind eigentlich schon etabliert, arbeiten schon länger. Kollektiven gibt es seit 15 Jahren. Nur die sind vielleicht manchmal, besonders bei Illustratoren oder so, schüchtern und deswegen braucht man eigentlich Galerien. Das Angebot ist da. Abgesehen von New York hat Berlin mittlerweile die weltweit höchste Dichte an Zeichnern und Grafikern. Erstmals dauern die Graphic Days deshalb eine Woche. Alle hoffen auf ein interessiertes Publikum. Ganz ehrlich, das ist immer sehr schön, wenn man aus dem Hintergrund schauen kann, wie Leute ein bisschen fasziniert näher an Arbeiten rankommen und sich das im Detail angucken. Das ist ein tolles Gefühl, ja. Bis Sonntag gehen die Graphic Days. Täglich ab 13 Uhr öffnet die Ausstellung. Abends gibt es Aktionen und Konzerte. Und am Wochenende dann einen Kunstmarkt für alle.